Seltsam. Mal Mit gucken, wem? ist jetzt wieder drin, hat einen Ping angezeigt. Mal gucken, vielleicht geht's ja. Wo sind wir denn? Alpine. Hervorragend. Ah, Skyfire, Übrigens nur rückwärts heute. ja, macht Sinn. Vorwärts haben wir letzte Woche schon gesehen. Siehst du, habe ich von meinem Problem. Obwohl ich ja eben schon gefahren bin. Wollte ich wieder falsch abbiegen, ne? Da war irgendwie eine Begrenzung. Ja, mach am besten. Vielleicht kannst du ja durchtunneln. Ja, sowas wie Quantentunnel. Ne, Quantenverschränkung, ganz interessante Dinge. Ja, aber das bringt dir hier nichts. Vielleicht kannst du halt Ja, höchstens ja, 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 ja. kommunizieren, aber du bist ja nicht schneller. Wer ist hinter mir? Weißt du das? Ja, bin ich. Ah, hast du den Reset überstanden? Okay. Ja, was heißt überstanden? Also überlebt man ja sowas. Weiß ich ja nicht. Du nimmst einige Sachen im Spiel ziemlich real, ne? Also, Naja. ihr habt mir die Straße gebaut. Wo führt die hin? Ja, sowas in der Art. Da denke ich mir jedes Mal. Das ist ein Videospiel. Ja, weißt du? Ist schon ein echtes Videospiel, kein echtes Leben-Dings. Eieiei. Muss ich auch Das mal ist die resetten. letzte Runde. Siehst du Skyfire irgendwo? Der müsste hinter dir sein. Bin leider gar nicht mehr auf der Map. Dann ist er entweder weit hinter dir oder er hat Ping-Probleme. Oh, schon wieder. Ah, ne, der hat keine Ping-Probleme. Glaube ich nicht, ja. Werden wir gleich sehen. Mal, weil wir geübt haben. Knapp über einer Minute. GG. Glückwunsch, du bist Zweiter. Serverbeschreibung sollte ich da mal einführen, wie oft man fährt und hast nicht gesehen, ne? Ja, das findet man ja nach einem Rennen raus. Zucker. Long time no see.
War das die Person, die im Discord geschrieben hat? Also, die hat auch irgendwann mal was im Discord geschrieben, ja. Ich denke heute hier wegen nicht reinkommt von irgendjemandem. Ja, genau, genau. Oh, schade, verlassen. Die war zu lang drin, nee, um das wunderbar. Be right back, hat sie gesagt. Ach so. Kurve sei nicht wohl bekommen bei mir. Eieiei. Zum Glück drei Rennen herum. Alles gut. Wir müssen uns noch an den Fahrtwind gewöhnen. Mach die Scheibe zu. Ach. Kleiner Wallride und du auch, sehr schön. Nee, ich bin schlimmer als das. Alles ist ein Wallride. Ja, okay. Nur ich war mit der Nase voran an der Wand. Na gut, eine kleine Gesichts-OP kann nie schaden. Das war auch nicht gut genommen. Weg, weg. Ah, fuck. So, sag mal, wenn alle durch sind. Alle durch. Dann komm. Wine Country. Wie viele Leute waren wir jetzt eigentlich? Mit Asuka, glaube ich, eigentlich 5, wenn sie wiederkommt. Asuka ist bei drauf, wunderbar. Wow. Echt krass, so. Ja. So, jetzt will ich aber... McLaren, okay. Warum nicht? Aber... und wieder draußen. Es ist high und weg. Was seltsam ist eigentlich, also sie war zu lange drin, um zu sagen, ja, hier, K-Problem oder sowas, ne? Aber auch keinen Wagen gewählt gehabt, ne? Genau, nee, Verbindungsproblem kann das nicht sein, oder Schlüsselproblem, dann kommst du ja gar nicht erst rein. Irgendwas vergessen noch, wir werden sehen. Einerseits möchte man versuchen, eine schnelle Runde zu fahren. Andererseits hat Meteor jetzt schon 2 von 2, da ist sie wieder, Rennen gewonnen. Ja, ich bin auch etwas müde. Ja, deswegen habe ich mir ja gerade noch einen Kaffee gemacht. Hilft meinen Augen nicht. Warte, du musst noch gucken, um zu wissen, wo du hinfahren musst? CLK? Wirklich? Nein, okay, aber... ich offenbar auch, aber...
Ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Nein, den Äuglein reiben und, hab ich gesehen, so ein bisschen den Dreck rauswischen. Tag, ich weiß ja nicht. Schon wieder? Scheiße am Driften hier. Ich mach mir Sorgen, dass Leute auf meinen Server nicht kommen, weißt du? Vielleicht wegen mir mal wieder. Nein. Das ist keine Verbindungssache. Alter, wie weit kann man fliegen? Ich find... ja, hup mich an. Fast auch in den anderen Hügel gesprungen. Ich teste jetzt hier was aus, aber ich wüsste nicht, was man da machen könnte, wenn sie wartet. Nö. Die ist selber rausgegangen. Irgendwas vergessen noch einzustellen schon wieder oder keine Ahnung. Obwohl, hier steht ein Auto. Die hatte ein Auto. Willst du nicht mal mit einer Hand fragen, was los ist? Nein. Ich sollte mehr rückwärts üben. Keine Ahnung, wo Meteor ist. Geht's da? Oh, tatsächlich. Okay. So laggy? Laggy und sie wird disconnected, sagt sie. Also laggy hat sie auf alle Fälle mit 152, aber nee, andere 152 haben... 152 ist harmlos. Ja, ich weiß, aber... Aber Keep Disconnecting ist komisch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, hab ich noch nie gehört. Dass man quasi, vielleicht noch nie, aber das ist eher selten, oder? Oder ich kann mich jetzt ziemlich daran erinnern. Wenn man im Rennen rausfliegt? Oder nachdem er nach dem Server ist im Allgemeinen rausfliegt? Ja, schon seltsam. Dann würde ich auch sowas wie Portfreigaben machen und nicht ganz gründen. Oh, ich fliege auch zu weit. Das ist deine letzte Runde. Ach ja. Ah, ich habe Meteor kurz auf der Karte gesehen. Er ist weit weg. Gott, schon wieder? Gibt's doch gar nicht. Wo wohnt sie denn? Amerika.
Amerika. Quasi um die Ecke. Weiter. Hat sie sonst so Probleme? Nein. Nur auf meinem Server. Mehr mit 5 krieg ich nicht hin, oder was? Nur jetzt, aber trotzdem komisch. Sollte... Nein, also auch wenn, dann... Warte. Ich geh mal raus persönlich, okay? Wofür? Nein, was bringt denn das? Wo willst du hin? Nö. Fahrt. Ich bin doch der Server. Ich will mal wissen, okay? Was wissen? Ob sie drin bleibt. Jetzt, okay? Ah, Quatsch. Hat mit der Anzahl nichts zu tun. Egal, fahr einfach. Ja. Wirkt wie ein bevorstehendes Disconnect. Nicht zu fassen. Zumindest synchronisiert sehr, sehr lange nicht. Ja, wahrscheinlich fliegt er sogar gleich raus. Zack, weg. Okay, liegt schon mal nicht daran. Okay, da gehe ich hier rein. Echt komisch. Aber wieso konnte sie noch was schreiben, kurz bevor sie rausgeflogen ist? Mhm. Die hat zwar vergrößerten Finger, aber es ist nichts wirklich nicht ungewöhnlich. Nee. Meteor kommt ja aus einem anderen Land. Ja, alle kommen aus einem anderen Land. Achso, Entschuldige. Ich komme aus NRW, und du? Ja, aus dem Ländle, was ein anderes Land ist. In Deutschland schon, ja. Ja, es ist in Deutschland. Und ich komme nicht aus dem Ländle, ich wohne nur gerade zufällig da, seit Ewigkeiten. Hab letztens irgendwas gelesen über dein Örtchen, das ist auch nicht mehr wirklich so. Pff, Örtchen? 300.000 ja, Einwohner? Stimmt, da gibt's ein Depot von uns, glaube ich, aber bin ich ganz sicher. Ja, das kann gut sein. Irgendwelche Lager stehen hier bestimmt überall in der Gegend rum. Oh Mann, ich musste jetzt 3 Tage auf eine DHL-Lieferung warten. Sei froh, dass es nicht bei euch war, sonst hätte ich jetzt gejammert. 2 Tage nacheinander kommt erst die Meldung, dass es in den Wagen zum Ausliefern eingeladen wird und irgendwann heute zugestellt wird. Und am Ende des Tages kommt dann die Meldung, dass es nicht zugestellt werden konnte wegen Sammlung von pauschalen Gründen. 2-mal nacheinander. Ja, beim 3. Tag war ich dann nicht da. Wird da nicht dann in Dingsbums getan? Hier so ein... Nachdem ich dann nicht da war, haben sie es in netter Weise die Postfiliale direkt um die Ecke gemacht und nicht da, wo nochmal normalerweise Pakete abholt, was echt weit weg gewesen wäre. So gesehen war es gar nicht so schlimm. Bei euch fährt man ja noch eine Weile, ne? Nee, bei uns ist alles um die Ecke. 5 Minuten zu Fuß. Ja, okay, dann muss aber auch wirklich klein sein. Er hat dich besiedelt, dass du mehr von den Dingern hier hast. Wer weiß. Und ich verstehe im Nachhinein gar nicht, aber Amazon hat sich geweigert, dass ich die Packstation angeben durfte. Oder der Versender, wer auch immer das dann war, offenbar nicht Amazon selbst. Wobei, es hätte locker da reingepasst. Das war irgendwie so eine Schlangenlinie, ey. Tja, irgendwo müsste ich wahrscheinlich in 5. runter. Ich weiß nur nicht wo. Ja, bringt alles nichts. Ich mache ich nächstes Mal ein VPN. Nehme mir irgendwo USA einen Ausgang. Was soll das denn machen? Dann läuft bei ihr denn besser. Quatsch. Der Server ist trotzdem bei dir und es muss zusätzlich noch über den VPN-Server durch. Ja, unbedingt. Dann habt ihr den besseren Ping-Up. Hat sie ja nicht. Nein.
Ja, man macht sich auch schon Sorgen. Ja, es ist, das ist ein Service-Game. Ihr fliegt beide. Ja gut, so war die Runde ist eh besser. Nicht, so gesehen egal. Noch im... So, jetzt muss ich mir vorher überlegen, wo ich da im fünften runter will wieder. Na, kurz vor hier. Oder nicht, ne? Doch, ja, genau. Ach, bei mir bist du noch im sechsten. Ne, ich bin im fünften. Ach, ich bin aber auch... ich mach einfach... Ei. Oh, Schwachsinn gerade. Aber irgendwann hier ist man dann wahrscheinlich wieder im sechsten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich bin gerade nicht so optimal gefahren. Und dann muss man aber hier irgendwann wieder in fünften irgendwo runter. Ja, ich glaube, du musst optimal ausweichen. Wem auch immer. Virtuelles Reh. Oh Mann. So, jetzt ist Asuka raus, nicht wiedergekommen. Möglicherweise wartet die jetzt auf ihrem Server. Sag mal, was mache ich hier eigentlich heute? Gut, deine Wirkung, Kaffee? Ja, das ist jetzt, glaube ich, eher, weil hier ist nichts mehr zu gewinnen. Also man kann das Rennen nicht mehr gewinnen, man kann keine schnelle Runde mehr fahren. Dann geht das Gehirn halt eben in so ein Standby. Und wartet auf das nächste Rennen. Und für Standby ist es gar nicht so schlecht. Okay, also dafür konnte das Gehirn jetzt aber nichts. Ja, lass das Meteor mal machen. Wir gucken einfach mal. Glückwunsch, du bist Zweiter. Warten mal kurz. Ist ja schon alle die Kaffeetasse. Also gehen wir jetzt kurz raus? Nö, Meteor testet kurz den anderen Server, hat er gesagt. Achso. Das heißt, es reicht ja, wenn er das macht. Dann warten wir doch einfach kurz, bis er wieder da ist und sagt, geht gar nicht, geht super oder was auch immer. Was? Warum das denn? Ja, meine... Wir machen eine komplizierte Umfrage. Ohne Witz. Ja. Ich fühle mich jetzt wie hier. Okay, hiervon. Na egal. Ich starte schon mal. Ich wechsle kurz mal den Server. Die Strecke. Schreibt denn Meteor irgendwas auf Discord? Oh, tatsächlich. Ist nicht verfügbar, der Server sagt er. Siehst du. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ist okay. Irgendeiner hat gewählt. Ja, einfach nicht wählen, dann können wir ja Neustart erzwingen.
Tja, oder hätten wir doch einfach fahren sollen? Na, dann gucken wir mal Skyfire zu. Left, right, right, left, left, right. Halbe Kurve, ganze Kurve, so in der Art. Und jetzt jump, tauchen. Ja, Mann, das wird immer ein tolles Spiel, ja? Twitch kann das Fahrzeug lenken, weißt du? Das gibt's, habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Also es war zwar nicht Twitch, aber das... Oder doch, klar, es war der Twitch-Chat, ja. Das haben die so, das war bei Trackman, die haben die das irgendwo gemacht als Pausenfüller bei den, wie heißt die nochmal, TMGL oder wie diese Serie heißt. Da konnte der Twitch-Chat quasi, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich Left, Right, Up, Down oder sowas eintippen und je, wie viel es getippt wurde, desto... Nee, Quatsch, Gasbremse war der Host und Left, Right war der Chat. Oder? Oder war nur Reset der Host? Ich weiß ich glaube, nicht mehr. Gas und Bremse wäre schöner, finde ich. Einfacher als Lenken, das den Leuten zu überlassen ist. Ja. Gut, würde ich sagen, lassen wir eine Runde zu Ende fahren, danach gibt es einen Restart. Ach, Meteor ist ja da. Genau. 3, 2, 1. Herausforderung angenommen. Was fahre ich hier eigentlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Mercedes, oder? Wer will heutzutage noch freiwillig Mercedes fahren? Bier. Ah, jetzt parkt Skyfire. Warum das denn? Ja, es war ein freier Sieg. Er wollte noch fertig chatten, okay. Also Meteor heute sein Lauf, Mensch. Oh, Gottes Namen. Ja, hör auf. Zum Glück habe ich meine Hupe nicht belegt heute. Nächste Woche gibt's vorwärts gespiegelt. So. Nee, nächste Woche müssen wir wieder langsamere Klassen fahren. Wegen. Wenn der Server geht, kein Thema. Genau, da müssen wir mal die Mien sagen, dass er jetzt einfach mal am Freitag pauschal bieten soll. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Mann. Fuck. Bin wieder angekommen. Oh, Junge, ey. Was ist denn heute los? Falsche Wochenende erwischt. Es weiß ich glaube immer öfter, dass ich im falschen Universum bin. Irgendwo bin ich durch Tor gelatscht. Hab nicht gemerkt warum. Er hat's rausgefunden. Mayday, schaltet ihn aus. Das dachte ich wirklich. Ich hab einen Arbeitskollegen, ja, ohne Witz, und plötzlich merke ich, der hat einen Bart. Ja, ohne Witz, nicht wegen Maske ab oder so, nein, ich dachte die Tage davor, weil ich dem noch öfter ins Gesicht geschaut habe, ja, der hat aber Pickel.
Und blitz, ja, guck ich ihn an. Sieht auch ähnlich aus. Ja, weißt du, gibt dir eine Anweisung. Ja, und. Da hat ja ein Bart, sag ich. Schwarz? Hä? Und dann denke ich mir wieder da. Falsches Universum? Hä? Hat er jetzt das schon länger? Ja, ohne Witz, weil ich das da nicht gerafft hatte erstmal. Auf sowas musst du achten, ne, wenn du falsches Universum bist. Ja, ja, darauf sollte man immer achten. Dies ist die letzte Runde. Mir ist gerade echt warm, ey. Nur Lüfter einschalten hier. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, da ist wieder ins Gesicht geblasen. Ja. Nicht, dass du da mit dem Lüfter irgendwie noch extra Fahrtwind generierst, wenn du den nach hinten raus pusten lässt, dass du dann schneller fährst oder sowas. Unwahrscheinlich. Oh, komm, komm! Nein. Also ich sag dir, rückwärts ist das eine andere Strecke. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Also wenn du es schaffst, so einen Teil so symmetrisch zu machen, dass sie gleich ist. Ich glaube, sie mussten die Strecke von Hand auf neu basteln, weil es rückwärts ist. Sie haben nicht geschafft, das Ding zu drehen oder was auch immer. Wieso nicht? Sag ich dir jetzt mal so. Glaube ich nicht. Mann, Meteor fast wieder eingeholt. Ja, fast bringt nur nichts. Egal, schöne Zeit. Oh. Alter, ey. Lüfter anders drehen, näher ran. Genau, da kann man jetzt nicht weniger ins Gesicht pusten. Mal gucken. Oder von hinten. Genau, von hinten. War ja wegen Rückenwind, ne? So. Ja, aber das ist ja dann Gegenwind, wenn er von hinten pustet. Also das macht sich ja nicht. Nee. Doch. Von hinten. Glaub mal. Achso, doch, da drückt ich ja nach vorne. Ich dachte, wie man sieht. Genau. Wir drücken uns nach vorne. Ich dachte, wenn aus dem Auto raus ist, nach hinten pustet, dann drückt sich auch nach vorne. Aber ja, wenn der Wind dich von hinten nach vorne anschiebt, ist ja kompliziert. Gerade mit 200, 240, 250, ne? Einen Wirbelsturm. Vielleicht noch zwei Wirbelstürme. Die entgegengesetzt drehen. What? Wer dreht sich wohin? Ah, Platz 1. Guck. Wie lange das wohl gut geht. Bis zum ersten Crash. Höchstens. Versuchen hinaus zu zögern. Ja, ich bin aber nicht die blöden Tische durchgekommen, so gesehen. Ich glaube, der erste Platz hat so ein Handicap. Hab das Gefühl, so. Eigentlich heute. Hast du schöne freie Sicht und so. Ist das kaputt heute? Gamepad oder so? Falsch konfiguriert? Zu wenig Styropor draufgeklebt? Ja, das ist noch drauf, nee, aber es wird langsam schwarz. Ja, dann malst du auch gleich schwarz an. Macht ja keinen Sinn. Wieso nicht? Also hier geht's nicht um ästhetischen Sachen, ne? Ja. Es gibt dieses flüssige Gummi, da kann man Sachen reintunken, dann sind die mit Gummi überzogen. Hat da keine Gedanken gemacht über Gummi, nee. Hättest du auch mehr Grip an dem Griff.
Nee, das ist auch kein Thema. Ich treff zu oft die Wände. Ja, wahrscheinlich, weil du keinen Grip an den Griff hast. Nee, aber es rutscht irgendwie so komisch. Ja, weil du keinen Grip an den Griff hast. Nein, die Kiste rutscht ach irgendwie so hier. Dann sollst du vielleicht die Reifen in dieses flüssige Gummi eintauchen. So, zweite Runde. Auf zur zweiten Runde, auf zur zweiten Runde. Und nicht mehr geradeaus fahren kann ich hier. Also das Einzige, was umgefallen ist in der ersten Runde, ist ein Stuhl. Nur mal so. Ja, ein Stuhl reicht ja. Ach, Meteor ist gemein. Der fährt einfach auf sicher, glaube ich. Mach das Gegenteil. Oh. Na gut, jetzt habe ich jetzt schon mal gebremst, muss nicht mehr hier bremsen. Gott. Ist da noch eine Runde? Ja. Yep. Oh. Alter, bin ich denn so... dritte Runde. Mein altes Universum zurück. Das von vor 3 Wochen. Ach, du glaubst, du wärst erst vor 3 Wochen das Neue gestolpert. Das ist ja lustig. Ja, da hatte ich noch 10 Siege oder sowas. Oder 17, keine Ahnung, was da war. Und letzte Woche hatte ich plötzlich nur noch 4. Und jetzt gar keinen? Was soll der Quatsch? Ja, muss ich halt auch mal mit 2. Plätzen zufrieden geben. Oder 3. Oder 4. Nee, nee. Boah. Alter. Selbe Situation wie eben. Hilft mir nicht. Machst du jetzt mit Absicht oder was? Nein. Aber wird du. Ich dachte, okay. Ich freue mich auf den. Aber die Runde war in der Tat eh schon kaputt. Oh. Guck dir das an. Alle haben Scheißrunden. Konsequent. Meter wird einfach nur auf sicher. Feigling. So, jetzt kommt eine schwierige Sache. Coastal rückwärts. Nur mit unser Talent würde da auch nichts heute. Aha, McLaren. Naja, wenn sie meinen, dass sie damit klarkommen. Ich sehe nur geradeaus. Jetzt ist er Sky Meteor Erster, er kommt ganz gut klar. Ja, aber in der zweiten Runde fahren die hier langsamer und wissen nicht, wann sie runterschalten sollen. Gerade Ende, Start, Ziel ist so richtig scheiße im McLaren. Okay, hab's Meteor weiß, was er tut.
Nee, nee, da gibt's einfach keine gute Stelle. Du hängst da im vierten und es gibt keine gute Stelle, wo du den dritten unterschalten könntest, ohne halt eben sofort gewaltig Geschwindigkeit zu verlieren. Und der CLK hängt ja schön bei 331 im Anschlag. Das war ein Drift. Also für den Drift warst du aber zu schnell. Ja, das war ein perfekter Drift. What? Invisible fucking wall. Wie hast du die denn gefunden? Sie hat mich gefunden. Ja, come on! Klang auch eher unglücklich. Mann, ey! Das kann doch nicht wahr sein. Dass wir jetzt bitte keinen LM gewinnen. Kann schon passieren. Das war bis zum Unfall ganz gut. Ah, mit dir auch. Also wir resetten uns gerade wieder alle. Für die letzte Runde. Unglaublich, ey. Das ist die letzte Runde. Oh, scheiß Drift. Nicht perfekt genommen gerade hier, scheiße. Fuck! Gewinnt die Scheiße hier. Gleich nochmal. Oh, schlechte Zeit. Guck dir die Scheiße an, Alter. Menschenskinder. Glückwunsch, du bist Dritter. Hab vergessen, wie man rückwärts fährt, ey. Mit viel Gas. Aber nicht warum. Warte. Ach. Ich glaube, du gehst mir Risiko ein, wenn du die öfter spielst, auf ein paar Runden. Wer hat jetzt auch den CK genommen? Meteor oder Skyfire? Ach, stimmt, Meteor. Skyfire wird eigentlich am liebsten CK, LM. Ach, shit. Fällt ja direkt vor mir Meteor. Definitiv hat er den CK.
Aber wenn man den zum ersten Mal fährt, wird man sich wundern, wie rutschig der sein kann. Also zum ersten Mal auf der Strecke, meine ich. Lass mich doch mal konzentrieren hier. Mach doch, mach doch. Das ist doch keine... Boah. Keine was? Was ist denn los hier? Als ob der Baum ein Problem ist. Baum, würdest du bitte mal zur Seite gehen? Mein Gott, ey. War knapp, echt knapp. Ah, fuck, ey. Die beste Runde Zeit werden können. Okay. Nicht super, aber immerhin. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Oh. Ja, es hätte für zweite Runde besser sein können. Der dritten meine ich jetzt. Ja, aber die zweite war ja schon mal nicht schlecht. Ehrlich, ohne Witz hätte ich. Ah, die hätte unter 3,15 so sein können. Also ist, naja. Naja, viel fehlte ja nicht. Wie gesagt, normalerweise ist das meine Strecke. Das ist die Sache. Gerade die, an dieser langgezogenen Kurve verliere ich, also die letzte langgezogene, verliere ich ziemlich wenig Zeit gegenüber euch. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Echt? Tiefer Start und Ziel? Ja, nach der Wallwide vor Start und Ziel. Okay. Nee, hier. Nach dem, nach der Abkürzung, die langgezogen. Also, diese Matschabkürzung da. Nee, da, die davor. Okay, bei irgendeiner Kurve. Ja, okay, egal. Ah, ist ja beinahe entspannt, McLaren zu fahren. Ja. Das macht hervorragend.
versuchen wir auch mal zu fahren. Erstmal alle Schilder wegfahren hier. Ja, das mache ich bei 3 Runden nicht. Ja, danke! Schöner Sprung. Ach, komm ey. Nein, ich weiß nicht, was machst du denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich war ziemlich schnell. Aber bin ich halt nur... Schon wieder! Wo fährst du denn lang? Muss ich da vom Gas gehen oder was? Pff, mit dem CLK, dass du überhaupt hier lebst, ist ein Wunder. Jetzt fehlt mir leider echt der Schwung. Muss ich noch Gas gehen, ey. Gut, ich bin lernfähig, gehe mal vom Gas. Pah, du nennst es lernfähig, ich nenne es feige. Ja. Wie läufst du durchs Leben? Fastest way only. Auch eine dicht befahrene Autobahn. Ich latsch da mal drüber. Habe ich gebremst. Das wird nicht so gute Zeit sein. Komm, habe ich einen von euch geschlagen? Weiter. Ja. Also Skyfire. Ja. Knapp von Meteor geschlagen worden. Und dann noch eine Sekunde weiter vorne.
Ich flieg jetzt, ich flieg ab hier. Oh, fuck. Du wirst bestrafen im CLK hier, wenn du so schnell bist. Alter, der ist jetzt schon rutschig und hier sehe ich auch nicht so richtig den Vorteil davon. Kann es sein, dass sie Le Mans damals gesehen haben und Mensch, das müssen wir einprogrammieren? Ja, der muss mal fliegen. Kann gut sein. Ja gut, aber der LM fliegt da auch ab und zu ab, nur halt eben nicht so häufig. Ab und zu? Da ist ein Meteor eben auch fliegen gegangen. Oh, schade. Ich dachte, wird immer noch eine schneller, aber egal, die zweite war okay. Nee, langsam eben. Was war denn die dritte? Du hast das Rennen gewonnen. So, wir gehen jetzt als Zweiter. Die dritte, meine letzte Runde war 300 langsamer als die zweite. Ja. Also war ich mit meinen hätte schneller sein können, nicht so weit entfernt. Oh je. Ein Ausgehört ist immer so schmerzhaft. Tja, Suka hat wohl aufgegeben. Hat auch auf Meteors Nachricht nicht geantwortet. Vielleicht doch größere Internetprobleme. Oh, schon fertig? Okay. Wie haben wir es denn jetzt erst? Hat keine Uhrzeit. 21:45. Ja, aber. Na gut. Ja, ich glaube, ihnen fehlen hier so ein bisschen die Gegner. Es sind auch echt irgendwie wenig Leute da. Also die, die da sind, auch gerade die, die nicht am langsamsten sind. Voll wieder. Warte, warte, beide beim CLK? Hey, jawohl. Beide mit dem CLK. Warum das denn? Ich war immer CLK. Ja, ja, genau, genau. Aber warum Meteor auch? Keine Ahnung. Geht's ans Wetter? So CLK-Wetter. Aha. Gott, ey. Das ist die falsche Sitzposition, denke ich. Ja, ja, das muss es sein. Wir haben ein neues Setup noch gerührt hier. Guckst du über den Spiegel auf den Bildschirm? Oh ja, da habe ich zufällig. Ja, der blöde Rechner, der spiegelt da teilweise des Bildschirms zurück. Mann, da bin ich echt schön über den Schwung gekommen. Wenn mir das nochmal gelingt, wäre echt nicht schlecht.
Ja, dafür war der Ausgang so richtig scheiße. Ist die letzte Runde. Du auch? Nö, nö, also ich habe nur so Kleinkram gemacht. Also die Runde ist bei mir schon im Arsch. Mann, die Runde davor war echt mega, bis zu dem Punkt, wo sie dann nicht mehr mega war. Echt schade, dass... Ja, Pech. Und die ist jetzt schon dahin. Ja, da kann ich ja auch mega Fails machen hier, ist ja super. Nö, mein Plan ist, dass ich jetzt einfach nur noch in Ruhe nach Hause rolle, weil jetzt kann man nur noch den Sieg holen, aber keine gute Zeit mehr. Ich traue währenddessen der zweiten Runde nach. Oder dem Start der zweiten Runde. Hier ist Vergangenheit. Schau in die Zukunft. Ach, wie war das mit dem locker nach Hause rollen? Aber ey, ich hatte ja den Vorsprung, um zwischendurch einen 360 zu machen. Kein Problem. Alles locker. Seh deinen fetten Arsch. Ja, der ist von Weitem zu sehen. Das heißt doch nicht, dass du nah dran bist. Gottes Willen. Das ist ein Darm! Glück gehabt, du scheinst ein bisschen mehr abgeflogen zu sein als ich. Quatsch, ey! Mann! Herrlich, herrlich. Und auch da war ich bei der ersten Runde so mega gut rübergekommen. Also der Start in die zweite war schon... Ja, Mann, dass die zweite nicht gut war. Nochmal fahren. Ja, machen wir ja. Wie sieht die Runde aus? Wenigstens waren alle scheiße. Kein Sieg heute hier. Kein fucking ein einzigen hier. Ganz normal in Bizarro World. Ah, ja. Aha. Jetzt Was? Hat der Meteor auf den LM gewechselt. Die Vernunft hat gesiegt. Der einsame Rechner für CLK.
So, wer sieht jetzt wessen fetten Arsch? Meiner ist geliftet, ist schmal, elegant, silber. Nein, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Du, Hieße, haben wir beide scheiße gebaut gerade. Nein, nein, ich wollte die Wand da berühren, weil die Stelle hat mir nie gefallen. Ach, du wolltest mir folgen, weil er dachte, dass, ja, du weißt ja, wo ich lang fahre oder so ähnlich, ne? Uff, okay, okay. Ach, ja. Wieso fahre ich denn da so schlecht drüber? Ich fahre auch jedes Mal eine schlechte Linie. Außer bei der ersten Runde vom letzten Rennen. Die war geil. Genau, immer die erste ist geil, ne? Irgendwie machen wir auch Anlauf für die erste Runde. Meine Fresse. Sehr gut, jetzt kann ich mich eine Runde lang darauf vorbereiten, auf die dritte Runde zuzufahren. Blöde Abkürzung. So ein Hügel, den ich noch nicht kannte. Wie ist er denn? Leicht am Hupfen war das Ding gerade da unten. Ja, du wirst noch mehr Hügel kennenlernen in der letzten auf dich zukommenden Runde, die dafür sorgen werden, dass du nicht aus Versehen deinen ersten Sieg holst. Das wäre ja was. Ich werde nach Hause cruisen, habe ich gehört. Ja, klappt nie. Nee, Meteor ist zu nah dran. Das könnte gut sein, weil ein bisschen Druck ist hilfreich. Trotzdem! Boah, diese... Oh, das ist doch keine... Bam. Das ist doch keine Bam. Wieso muss man das immer alles so spannend machen? Aber das ist nicht spannend, was ich mache hier. Ach, Mann, Mann, Mann. Ach. Ich noch mehr der einen Runde hinterher, die so mega angefangen hatte. Weißt du, die hatte nicht normal gut angefangen, die hat mega angefangen. Ach, jetzt lasse ich mich hier von ihm ablenken. Oh, hab die Straße nicht mehr gesehen. Warte, warte, du hörst mir zu und dann siehst du die Straße nicht mehr? Nein. Ach so, von Meteo ablenken. Ja, ja, sein Ping und dann links, rechts und boy. Wahrscheinlich hat er irgendwie so einen Schalter, mit dem er bei dem Ping irgendwie plus 100 drauf machen kann. Oh, das gibt's. Da gibt's echt viele Dinger. Die Leute basteln sich Schalter an Netzwerkkabel. Absichtlicher Paketverlust. Schon wieder, Alter! Ah! Mann! Ach! Ihr habt die Welt auf dem Kopf! Hä? Okay. Right. Ah.
Güte mal durchs Ziel. Echt, der Server schaltet einfach um, wenn alle durchs verdammte Ziel sind. Palm City, wollen wir Palm City machen? Ja, das kommt danach, oder? Ja, leider. Ah. Palmenstädtchen. Mein Server braucht ein bisschen, ey. So, jetzt war das. Endlich. So. Oh. Zurück zum CLK. Ohne Witz, wenn ich Enter drücke, wechselt der Rechner, der Spielerrechner, schneller auf eine neue Strecke als der Server. Das ist seltsam. Wie schaffst du eigentlich bei dir diese Anzeige im Spiel zu machen? Wieder. Ist das mitgeliefert? Nein. Das Programm heißt Wheeler. Okay, gibt's das irgendwas wie Petter oder sowas? Ja. Gibt's das auch? Also, ich nicht von dem, aber ich sehe das häufiger, also eigentlich immer in Trackmania-Videos. Da werden auch so Anzeigen für Tastatur und Pads. Was das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber gibt's auf jeden Fall auch. Das heißt, du kannst sehen, aha, er lenkt nach links. Genau, das ist manchmal ganz nett. Juhu, juhu, juhu. Bounce, bounce. Ach Gott, da hat Bremse nicht mehr gereicht. Wirklich kilometerweit davor schon angefangen. Mann, irgendwie bin ich in dieser Kurve immer langsam. Aber Meteor war noch langsamer. Bei Meteor war es ein Fehler und bei mir weiß ich nicht, was es ist.
Nein. Ja, das war, glaube ich, eine schöne Runde. Die letzte Runde. Komm wieder. So? Ich komm. Okay. Ja, es war. Du Lüfter hier! Du bist schuld. So. Hat er nicht übrigens sind gar keine anderen Server mehr da. Nur noch wir. Okay. Oh Gott. Ich hat mein Mittagsschlaf heute gefehlt. Das ja, ist das habe ich auch. Ja. Oh, und ich wollte eigentlich noch dies machen und das machen und jenes machen und irgendwie, ja, zieht sich alles also, immer länger hin, als man denkt. Ich habe ein Problem, ich habe viel zu viel Hardware, die ich nicht wegschmeiße. Das ist okay. Das Problem ist, dass du sie nicht los wirst, meine eBay wäre so eine Möglichkeit, oder dass du sie behalten willst, obwohl du sie eigentlich gar nicht brauchst, so als Reserve. Ja, für Reserve. Es sei denn, wir kriegen Sanktionen aus irgendwelchen Gründen und dürfen Windows nicht mehr benutzen. Dann, ja, kann das sinnvoll sein. Hä? Warte, was? Sanktionen Windows? Ja, stell dir vor, wir werden, Wie soll denn das funktionieren? Ja, wir steigen in der Missgunst des Landes USA, wer weiß. Na gut, okay, nehmen wir mal an. Aber dann haben wir trotzdem die ganzen alten Windows, die wirst du ja nicht los. Du hast das also, Rennen gewonnen. Kriegst du keine Updates mehr vielleicht oder so? Ja. Nochmal, lass, ich will was anderes fahren. Ich bin der Server, so. Können wir machen. Ich bin mit meiner Zeit happy, besser wird die nächste eh nicht mehr. Hat man nicht schon mal vor, Vince? Oh, Meteor will nochmal. Meteor sagt, er will nochmal. Okay, dann nochmal. Dann nochmal. Dann sag ich nichts. Oh. Ja, schade. Ich wäre echt einverstanden gewesen, weil. Ich brauche die Klimaanlage von oben, ne? So ein Drehgedöns. Deckenventilator. Und ich kann das, was ich habe, irgendwie auf die Decke schnallen. Keine Ahnung. So, was kriegen wir hin? Naja, es ist nervig zu montieren. Also ich glaub, so ein Standtisch oder was auch immer, Ventilator an die Decke oder Boden. An die Decke zu machen, ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Zum einen, weil du dann so unglaublich schlecht an den Schalter rankommst, so an- und ausmachen und sowas. Ich bin 1,90, das geht schon. Ja, aber. Na gut, stimmt. Ja, okay. Welche Decke ist denn größer wie 3 Meter? Ja, das ist ziemlich genau das Ding an der Sache. Ich fahre ja demnächst zu meinen Eltern im Urlaub und da hat das Wohnzimmer. Also, das über dem Haus ist ein Spitzboden drüber. Außer über dem Wohnzimmer. Und deswegen ist im Wohnzimmer die Decke verdammt hoch. Und da ist oben in der Mitte ein Deckenventilator. Und das ist immer ein Riesenakt, wenn da die Glühbirne, die früher da drin war, inzwischen ist auch irgendwas, was länger hält, wenn die getauscht werden musste. Weil da brauchst du halt echt eine fette Leiter für. Und wo lehnst du die an, wenn es in der Mitte vom Raum ist?
Leiter von Hey Halo oder wie die Dinger heißen da. Ich weiß nicht, aber halt eben normale Leiter geht nicht, also du musst halt eine so Spreizleiter vielleicht. Genau, genau. Das ich weiß nicht, wie die so heißen, aber Fachjargon. Dinger, die halt eben sich so richtig hinstellen und dann aber auch noch mega. Da war eine Palme. Nein, 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 die ist immer noch da. Ich glaube jetzt bloß nicht, dass die jetzt nächste Runde weg wäre oder sowas. Also irgendwie dachte ich, ich fahre hier mal vorsichtiger durch, aber war genauso risikoreich, wie wenn ich Vollgas geblieben wäre, glaube ich. Also ich verstehe diese Kurve einfach nicht, glaube ich. Dachte, ich fahre sie mal anders. Hat überhaupt nicht funktioniert. Sie musst du erkennen als das, was sie ist. Ja, da sollte man quasi gerade durchfahren, aber das Auto und die Kurve sehen das anders. Also Dino meint, er hat die Server neu gestartet, aber ja, das soll er mal nicht jetzt machen, das soll er mal freitags machen. Meteor hat resettet. Ob das schnell ist, weiß ich. Oh Gott, war das knapp. Aber auch nicht. Das hätte er mal lieber ohne Reset gemacht. Ach Mann! Warum, Dreher? Ach, war allein nach Hause. Hast du versucht, vorsichtig zu fahren? Du bist vom Gas gegangen. Nein, überhaupt nicht. Nur einfach nur Bande und Dreher, ey. Scheiße. Voll jetzt aus. Traurig. Hier wohnt Affen. Immer dasselbe Affe, der schreit. Was? Ja. Ein Affe? Ja. Aber der singt Sopran. Ach, scheiße. Also inzwischen glaube ich dir, dass du in irgendeiner komischen Parallelwelt bist. Sagt dann das Handy. Thank you.
Ja, endlich kommt ihr mal vorbei. Ach, jetzt hupt er auch noch. Jupp. Wenn du mich schon dran erinnerst, dass du da rumstehst. So, egal. Oh, welche Strecken fehlen eigentlich noch? Das mit den Serpentinen hatten wir noch nicht. Wine Country. Quatsch. Fallwinds meine ich. Seid ihr durch? Nein. Ich dümpel doch vor mich rum. Ja, bin ich aber naja, weil das nächste ist Wein. Also, ja. Dann war's das, oder? Oder fehlt da noch was? Ich war mal schon Wein, ich weiß es nicht mehr. Nee, doch. Halt, nein. Moment. Ja, nein, Wine Country hat... Wir sind mit Braun gestartet, glaube ich. Wine Country hatten wir definitiv, aber Fallwinds hatten wir noch nicht. Ist das nicht Point-to-Point gewesen? Nein. Oh, Meteor hört auch auf. Das ist sehr gut. Wer hat gewonnen? Ja, er mit einem Kilometer Vorsprung. Okay. Du bist Erster. Ich aber auch zu warm. Alles klar, wir sind wieder da.